بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister. Wir wollten das Thema, das Gebet, noch einmal erweitern. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in der Sura Al-Mudathir in Vers 42 und 43, wo gefragt wird, was hat euch in die Hölle gebracht? Und die Höllenbewohner werden antworten, wir gehörten nicht zu den Betenden. In diesem Kontext wurden zahlreiche Hadithe vom Propheten alaihi salatu wasalam überliefert, wo er zum Beispiel sagt, der Vertrag zwischen uns und den und ihnen, also den Nichtmuslimen, ist das Gebet. Wer es unterlässt, ist ungläubig geworden. Der Prophet alaihi salatu wasalam sagt auch, wenn am Tage des Gerichts unsere Gebete in Ordnung sind, werden auch unsere Taten in Ordnung sein. Wenn unsere Taten am Tage des Gerichts, also wenn das Gebet nicht in Ordnung ist, werden auch die Taten nicht in Ordnung sein. Der Prophet sagt, zwischen dem Mann und dem Unglauben, also der Beigesellung, ist das Unterlassen des Gebets. Wir dürfen das Gebet nicht so auf die leichte Schulter nehmen, meine lieben Geschwister. Wir müssen standhaft bleiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns standhaft auf diesem Weg machen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.